Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Hallo, hier ist der Alex mal wieder und heute geht's um Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Was der so erlebt hat oder vielleicht erlebt hat, was er so komponiert hat und so weiter. Und was für Witze der so gemacht hat. Der war nämlich ein ziemlicher Spaßvogel, dieser Mozart. Mit einem Glockenspiel im Arm steht Mozart hinter dem Bühnenvorhang und kichert. Gerade wird der zweite Akt seiner Oper Die Zauberflöte gegeben. Doch statt brav in einer Loge zu sitzen und seiner eigenen Musik zu lauschen, will Mozart heute seinen Freund Emanuel Schikaneder ein wenig dratzen. Schikaneder hat ja den Text für die Zaubermärchenoper geschrieben. Nun hüpft er in einem komischen Federkostüm als Papageno verkleidet über die Bühne des Königlichen Theaters auf der Wieden. Leise, ganz leise, schleicht sich Mozart auf die Seitenbühne. Eigentlich soll es bei der Arie des Papageno so aussehen, als ob Schikaneder auf der Bühne das Glockenspiel selbst spielt, während die Musik aus dem Orchester kommt. Doch gerade als Schikaneder jetzt im Spiel eine Pause macht, spielt Mozart auf dem Glockenspiel. Schikaneder erschrickt. Als er den Freund am Bühnenrand entdeckt, versucht er, Mozart mit einem wütenden Blick zu verscheuchen. Als das Glockenspiel zum zweiten Mal zum Einsatz kommen soll, wartet Schikaneder ab. Was macht dieser Witzbold von Kompositeur? Schlägt Mozart wieder das Glockenspiel? Doch jetzt hält Mozart inne. Und erst als Schikaneder sich abwendet, spielt Mozart die kleine, feine Melodie auf dem Glockenspiel weiter. Das Publikum amüsiert sich köstlich über das angeblich von selbst spielende Glockenspiel. Da gibt der schlagfertige Schikaneder dem Instrument in seiner Hand einen Klaps und befiehlt: Ach, halt's Maul! Jetzt können sich die Leute nicht mehr halten vor Lachen und am lautesten lacht Mozart selbst. Ein gelungener Streich. Mozart lacht auch noch, als er die Stufen der Seitenbühne wieder heruntersteigt. Nein, ein Kind von Traurigkeit ist er wahrlich nicht. Schon als kleiner Junge wollte er auf keinen Fall brav und langweilig sein. Als seine kleinen Fingerchen für den Schlussakkord auf dem Cembalo noch zu klein sind, nimmt er eben seine Nase zu Hilfe. Der Herr Papa soll auch nicht immer so streng sein. Wolferl mag es deftig und lustig. Und so schreibt er es auch in dem Text des kleinen Kanons, den er als Vierjähriger aufs Notenpapier kleckst. Das passt natürlich nicht so recht zu einem Wunderkind. Und so hat es der Vater bei Hof nicht einfach. Als er im Oktober 1762 der Kaiserin Maria Theresia von Österreich vorspielen darf, klettert der Sechsjährige unbekümmert auf den Schoß der Kaiserin und gibt ihr einen Kuss. Und als er auf dem glatten Parkett ausrutscht und die kleine Erzherzogin Marie Antoinette ihm aufhilft, erklärt er kurzerhand, dass er sie heiraten werde, weil sie so nett zu ihm ist. Auch später als junger Mann hat der Komponist noch reichlich Flausen im Kopf. In seinen Briefen liebt er es ganz säuisch zu reimen. Dreck, Schmeck, Leck. Zu wilden Späßen ist Mozart eigentlich fast immer aufgelegt. Als er an diesem Abend im Oktober 1791 das Theater an der Wieden verlässt, kichert er noch einmal vor sich hin. Das erschrockene Gesicht von Schikaneder vorhin auf der Bühne war einfach einmalig. Dore Mikro.
Ja, der war schon lustig, der Mozart. Und er hatte immer wieder eine verrückte Idee. Man würde ihm ohne weiteres zutrauen, dass er sich auch mal selber die Haare gemacht hat. Wir haben uns das mal vorgestellt, wie das gewesen sein könnte, als Mozart auf seinen Friseur gewartet hat. Ja, wo bleibt er denn, der alte Lockenleger? Bestellt war auf 6 Uhr, jetzt ist es schon eine halbe Stunde drüber. Und ich sitz hier am Klavier und improvisier. Auch nicht schlecht, aber auf die Dauer langweilig. Ich müsste mich mal schicklich komplett machen für den Tag. Ja, genau, ich probier's selber. Ha! Warum immer nur im Fasching als Friseur gehen? Das ganze Zeug ist hier. Pomade, Seife, Kamm, Perücke. Und der Herr Barbier, gestollen bleibt er mir. Auf geht's, Mozart. Erst einmal an Puder. Oh, jetzt ist alles weiß. Herrje, egal. Was ist denn das da? Wo kommt das hin? Ich schmier mir's ins Gesicht. Das ist eine Konfitüre fürs Frühstück mit Erdbeeren. Naja, das macht eine gesunde Hautfarbe. So, was mache ich mit dem Bart? Kommt da Pomade drauf? Ist fürs Haupthaar gedacht, dann kann's fürs Gesicht nicht schlecht sein. Wo ist jetzt die Perücken? Der krönende Abschluss. Heute nehme ich die Gala-Perücke mit den feinen Locken an der Seite. So, rauf auf den Kopf! Oh, Moment, was ist jetzt los? Die sitzt ja falsch, ich sehe nichts. Hallo, bitte, was ist denn das für ein Krampf? Die hängt mir bis zum Kinn herab. Ach, das ist so. Gerade Rücken und Puder drauf. Okay, was ist denn das da am Tisch? A Butter? Egal, das kommt auch noch mit drauf. Was braucht man noch? A Parfüm. Meine Hausmarke. Und zum Schluss noch ein Schluck Lavendelwasser. Gräßlich. Ach so, das kommt ja hier auf den Hals als Duft. Na, ist recht. Zu trinken gibt's einen Wein, Frau Schwein. Und was zieh ich an? Der Schlafrock wird's schon tun. Ich bleib heute eh hier am Klavier. Nur herein. Ja, Wolferl, wie schaust du denn aus? Hast du einen Unfall gehabt? Bist du hingeflogen? Ja, du liebe Zeit. Ja, da schaust, der Herr Mozart braucht keinen teuren Friseur. Das machen wir selber. Soll ich dich auch etwas barbieren? Die Erdbeeren gibt's gratis. Na, vielen Dank, ich verzichte. Ich warte lieber auf unseren Haarmacher. Der müsste jetzt eh gleich kommen. Ist schon kurz vor 6. Was bist denn überhaupt schon wach? Wie? Kurz vor 6? Hab ich mich in der Zeit geirrt? Ach, schaut ganz so aus. Bist wohl heute schon um 5 aufgestanden. Na komm, wenn's dich beeilst, bist wieder sauber, ehe der Friseur da ist. Da gibt's einiges zu machen, bei dir meine ich. Und das Geld ist gut investiert, glaub mir. Wolferl, was ist? Wo willst du hin? Ich geh wieder ins Bett. Der Wolfgang Amadeus Mozart, der hatte auch einen guten Freund, den Emanuel Schikaneder. Von dem haben wir ja vorhin schon ein bisschen was gehört. Und mit dem zusammen hat er zum Beispiel seine berühmteste Oper geschrieben, die Zauberflöte.
Der Schikaneder war für den Text zuständig und der Mozart für die Musik. Und so könnte es gewesen sein, als Mozart bei Schikaneder im Garten zu Besuch war. Mit einem vollen Wanst arbeitet es sich doch gleich leichter. Gut hast mich verköstigt, Schikaneder. Heute Wursthaus. Ja, bei mir soll man sich wohlfühlen. Noch ein Mokka, mein lieber Mozart. Nur her damit. Wohlfühlen kommt bei mir in letzter Zeit selten vor. Aber hier, vor den Toren Wiens, bei Vogelgezwitscher, in diesem schnuckeligen Holzhäuschen und bei Leuten, die mich verstehen, ich möchte fast sagen, hier ist mein neues Zuhause. Gerade jetzt, wo mein Weiberl weg ist auf Kur, da ist in meiner Wohnung doch so verflucht einsam. Ja, ja, ein Mann ohne Frau ist doch eine halbe Sache. Na, und dann immer das Scheißgeld. Na, wie die Aasgeier sind's hinter mir her. Der feine Fürst von Lichnowsky. Stinkreich ist der, aber dauernd heißt Mozart, wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Mozart, weg mit den schwarzen Gedanken. Vergiss den Adel, mit dem war noch nie gut Kirschen essen. Setzen wir uns lieber an unser Textbuch. Also, ich hab mir das ja so gedacht. Der Marinelli vom Leopoldstädter Theater hat schon wieder sein Feenmärchen mit Gesang herausgebracht. Das ist eine sichere Sache. Jetzt, wo in Frankreich seit der Revolution so viel Blut fließt und politisch alles so unsicher ist, da wollen die Leute was zum sich wegträumen. Ha, wir machen's wie der Marinelli, nur besser. Und auf alle Fälle braucht man was, was alle anspricht. Die Klugen wie die Depperten. Ach ja, jetzt klingst du wie mein Vater, Gott hab ihn selig. Du weißt, es sind 100 Unwissende gegen 10 wahre Kenner. Vergiss also das sogenannte Populäre nicht, das auch die langen Ohren kitzelt. Ja, ja, ja. Ich will's aber gar nicht allen recht machen. Ich bin Mozart. Ich mache Kunst, große Kunst, verdammt! Ja, ja, ich muss mal ein bisschen die Füße vertreten. Ja, nur zu, nur zu. Wir sind uns doch einig. Schluss mit den Helden ohne Fleisch und Blut, wie es der depperte Adel immer will. Ich bin so toll und auch so fad, denn ich bin Aristokrat. aber bitte schau ich so aus, als würde ich dem Adel in den Allerwertesten kriechen wollen, hä? Ich weiß, mit den Herrschaften umzugehen und meinen Vorteil rauszuholen. Das ist alles. Und dabei bin ich immer ein freier Mann geblieben. Ja, und darum schätze ich dich so. Bewundere ich dich. Schon als ich dich das erste Mal in Salzburg gesehen habe. Ja? 11 Jahre ist das jetzt schon her. Du und dein Theater. Ihr wart frei. Von niemandem abhängig. Ja, ja. Und ich? Der Sklave vom Erzbischof, dem spröden Geizkragen und völlig unwissenden... Bei mir hast du volle künstlerische Freiheit, ich versprech's dir. Du bist ein Genie und ich weiß, was ein Genie braucht. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Du sorgst für himmlische Musik und ich sorg für gute Stimmung im Publikum. Mit deinen Maschinen? Diesen verrückten technischen Erfindungen? Ganz genau. Das Volk will was zum Gaffen haben. Ich werde dir Bühnenbilder bauen. Dem Wiener Publikum werden die Augen aus den Köpfen kullern. Und die drei Knaben, die lasse ich nicht einfach auf die Bühne latschen. Nein, die kommen hereingeflogen. Na, bist mal selber so ein Vogel, Spaßvogel. Den Papageno hast du dir ja quasi auf den Leib geschrieben, was? Aber ja! Und erst in dem Kostüm, an das ich da denke. Ich stecke von oben bis unten in einem Federkleid. Und auf dem Rücken trage ich einen Vogelkäfig mit echte Vögel drin. Famos, famos, ganz famos. Und was mir am besten gefällt, dass der Papageno so ein rechter Hanswurst ist. Einer, der nur ans Fressen denkt und wie er an ein Weibchen kommt. Und damit sprechen wir dem Volk aus vollem Herzen und leeren Mägen. Haha, genau.
Ich hab auch schon so eine Melodie im Kopf. Na, wie geht doch gleich noch mal der Text? Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig, heißer Hopsasa. Ja, nur weiter. Aber Schikaneder, noch mal zu der Sache mit der Flöte. Das kann nicht irgend so ein Dortel. Dafür brauche ich den besten Soloflötisten, den ich kriegen kann. Anders ist Querflöte Folter für meine Ohrwascheln. Kriegst du. Das lass nur mich machen. Und ich brauche noch 3 Posaunen im Orchester, auch wenn es einen Batzen Geld kostet. Geht in Ordnung, Mozart. Kümmer du dich nur um deine Komposition und ich kümmere mich um den Rest. Schikaneder, bist ein Funzkerl, ein wahrer Freund. Und zahlen tust auch noch gut. Wir beide, wir werden die Wiener um den Finger wickeln, glaub mir's. Ich weiß, wie man Erfolge feiert. Und dann zum Teufel mit allen Lichnowskis und Poporowskis und hab mich Gernis und dem ganzen stinkfeinen Adelsgeschlecht. So, und jetzt gehen wir kegeln. Abgemacht. Wumms! Musik aus Mozarts Zauberflöte. Das war's für heute. Schaut mal auf unsere Internetseite. Da gibt's Mozarts Zauberflöte als Lego-Video und Wagners Ring des Nibelungen als Comic-Video zum Anschauen. Alles das findet ihr unter br.de/kinder und dann oben bei Hören auf Doremikro klicken. Dann macht's mal gut. Ciao, euer Alex.